Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part. Minecraft, Arno, mit dem Zwergenfürst. Da sind wir wieder in der Welt von Minecraft und laufen mal ein bisschen weiter und schauen mal, was wir jetzt hier finden in der eisigen Schneelandschaft. Höhle. Da geht es tief runter. Aber da wollen wir erstmal hin noch nicht. Da wollen wir noch nicht hin. Wir haben noch keine Fackeln. Genau aus dem Grund. Und wir wollen erstmal noch ein bisschen Ausschau halten nach unserem Haus, nach unserem Gebirge. Im letzten Part haben wir ein Villagerdorf ausgeraubt. Und nun werden wir einfach mal ein bisschen weiter suchen und auf baldiges Finden unseres Hauses hoffen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Herzchen. Okay, das klang nicht gesund. Das arme Herzchen. Es hat wohl ein bisschen Fallschaden bekommen. Ist kurzhand verrückt. So klang das zumindest. Hat es ziemlich doll gequiekt. So, ich würde mal sagen, dann. Wow, fallen wir mal nicht diese große Klippe runter und sterben hier an dieser Stelle. Ganz vorsichtig hier. Am hohen Berghang. Könnte blöd werden. Passen wir mal lieber auf. Und ich laufe mal ein bisschen durch die Landschaft und schau mal, wo wir hinkommen. Da ist ein eisiger Fluss. Vielleicht können wir damit... Oh, oh. Ich höre einen Zombie. Zombies am Tage. Wie kann denn das sein? Wir sind sogar im leichten Modus. Also nicht friedlich, aber fast. Vielleicht können wir ja auf diesem Berg... Oh, ein Eisbär. Habe ich auch noch lange nicht gesehen. Eisbären sind nämlich hier auf dem Nordpol oder was? Die sind hoffentlich friedlich. Oh, Eis. Können wir also mit dem Boot nicht lang schippern. So viel dazu. Jetzt tauchen wir hier unter. Das wollen wir nicht machen. Dass wir hier unterm Eis erfrieren. Und das wäre nicht so praktisch. Na dann. Einfach mal geradeaus und ein bisschen gucken, wo wir lang kommen. Hündchen. Die könnten wir jetzt zähmen, wenn wir Knochen hätten. Müssten wir uns bei Nacht mal einen Zombie töten. So sieht's aus. Schafe. Ein Bett haben wir nicht. Dann wird es, glaube ich, mal Zeit, uns Schafe zu töten. Eins haben wir hier schon. Na komm, Schaf. Was sag nicht, du gibst keine Wolle. Doch, weiße Wolle, wie es ausschaut. So, brauchen wir noch zwei andere, damit wir in der Nacht mal schlafen können. So, ich versuche es mal in dem Modus hier. Sieht das für euch alles ein bisschen anschaulicher aus? Für mich ist es unpraktischer, aber für euch sieht es besser aus. Na dann. Hier ist wieder die Kante. Die Border hier, das Ende der Welt. Wie sind wir dann hier wirklich richtig? Unser Dorf lag auch am Ende der Welt. Allerdings ist ja alles zugefroren. Es ist Winter geworden.
Irgendwie also auch nicht. Am anderen Ende sozusagen könnte unser Dorf sein. Ich glaube nicht, dass auf einmal so schnell der Fluss vereist ist, vereicht, auf dem wir einst hin gelaufen kamen. Aber dann könnte ich vielleicht einfach mal hier auf diesem Fluss ein bisschen langlaufen. Vielleicht kommen wir mal wieder zu einer Stelle, wo Wasser ist. Einmal ringsrum, dann sind wir auch am Ziel. Ja, einfach den Rändern entlang ist eine Option. Das sah von Fernen aus wie Fenster in einem Haus. Da dachte ich mir schon, Fenster in den Berg, wie kann denn das sein? Tja, so ist es also. Kohle. Naja, wir hätten es abbauen können, aber ja, wir werden schon woanders coole Erze finden in der Erde. So ist es nicht. Joa, ich laufe jetzt hier einfach mal auf der Eisfläche lang, beziehungsweise rutsche hier auf der Eisfläche lang, einfach an der Grenze entlang und hoffe, dass ich dann irgendwann mal nach einigen Tagesmärschen mal ankomme. Huh! Ein bisschen durchgeschwommen. Muss auch sein. Buah, kaltes Bad. Schaf. Ich sehe ein Schaf. Dann holen wir uns das doch mal, wo wir schon mal hier sind. Haben wir schon mal zweimal Wolle. Hervorragend. Ein drittes Mal Wolle bräuchten wir auch noch. Bist du auch ein Schaf? Können wir uns gleich ein Bett bauen? Ja, du bist ein Schaf. Super, dann können wir hier mal übernachten. Na komm. Hervorragend. So haben wir zunächst für ein Bett. Ja, haben wir. Dann können wir uns eins craften. Wo wir hier gerade sind. Bett. Nice. Hätten wir das auch. Damit wir die Nacht mal überspringen können. Weil nachts ist es gar nicht mal so lustig. Tun wir das auch hier auf dem Eis parken. Stelle ich mir gut vor, hier ein Eisbett, ein Bett auf dem Eis. Okay, da hinten ist ein Skelett, da würde ich ungern schlafen. Ein Skelett könnte ich wahrscheinlich auch nicht. Man kann in der Nähe Zombies oder so nicht schlafen. So, hier. Ich kann nicht schlafen. Schön. Uha! Uah! Zombie, 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 Zombie. Du kriegst mein Bett nicht. Hey, mein Bett, mein Bett. Ja, stirb. Ich brauche mein Bett wieder. Habt ihr doch schon in der Nacht gehört, in der neben mir geschlafen. Neben mir gestanden, während ich geschlafen habe. So. Dann mal weiter. Nächster Tag. Nächste Reise. Weiter an der Grenze entlang. Irgendwann werden wir unser Haus, unser Dorfgrundstück schon finden. Ich bin optimistisch, dass wir da mal irgendwann mal ankommen. Wenn wir immer noch mal weiter hier an der Grenze lang gehen, notfalls irgendwann mal schwimmen.
Irgendwann kommen wir an. Muss doch. Irgendwann muss das doch sein. Ich will nach Hause. Was bist denn du? Eine Insel im Ozean. Ist ja seltsam. Eine Eisfläche, die das zulässt, dass wir da hinlaufen können. Ansonsten ist das ja ein ziemlich kleiner Fleck hier. Kann man fast nichts drauf machen. Kann man hier ein Haus bauen. Ein kleines Häuschen auf einer kleinen Insel. Insel mit zwei Bergen oder was? Die ist ja noch kleiner. Die Zinnoberinseln. Was guckt man? Und hier die absolut kleinste Insel. Hier. Wirklich zwei kleine Hügelchen. Nicht mal Berge. Und ein Hund. Ein Hund lebt hier einfach auf der Insel. Wie ist der hierher gekommen? Ist der hier entstanden? Ist der einfach dort. Ja. Geboren worden. Schaf. Ich wollte sagen, ich schlachte dich schon mal ab, aber das bringt uns wirklich nichts. Das Schaf ist auch hierher gekommen. Sind die gesponnen oder was? Oder leben die schon seit Anbeginn der Zeit hier auf dieser Meeresinsel? Ich meine, ja, man muss ja irgendwie schwimmen. Ich weiß, Hunde können irgendwie schwimmen, aber. Okay, das wollte ich gerade nicht. So haben wir uns ein Schiff, ein Boot gecraftet. Können wir mal wieder an See fahren? Ja, da fahren wir über den See. Jetzt mal wieder an den Rand ran, damit wir wissen, wo wir lang müssen. So finden wir auch nach Hause. Jo, da hinten baut sich ein Gebirge auf. Hier, kleine Piratenbucht. Und da strömt Lava raus aus dem einen Berg. Boah, das sieht in einer hübschen Bucht aus. Wenn ich jetzt ein Piratenprojekt wäre, würde ich da was anbauen hier. In dieser Schlucht jetzt hier in der Meeresmündung. Aus der Meeresbucht steht es mir jetzt gerade nicht so. Ist mir nicht gerade so zumute. Vielleicht irgendwann mal als Gebirge für die Minensache, für die Minengeschichte, aber jetzt so direkt nicht wirklich. What we can do with the drunken sailor early in the morning.
way, hey, up she went way, hey, up she went way, hey, up she went away in the morning. Way, hey, up she went way, she went way, hey, she went away in the morning. What we can do with a drunken sailor, what we can do with a drunken sailor, what we can do with a drunken sailor, only in the morning. Nordsee, Küste, am norddeutschen Strand. Und so weiter. Ach ja. Was er hier in der Minecraft-Welt gibt. Minecraft-Geld. Bitte nicht. Das möchte ich nicht, dass das eingeführt wird. Geld in Minecraft. Das wäre ja relativ scheiße. Da sind wir hier im Sumpf. Hoch! Meine Leute, hier. Hat mich jetzt der Lautstärke-Pegel jetzt hier erschreckt. Hier komme ich nicht weiter. Komme ich nicht durch. Will ich auch eigentlich nicht. Ist nicht so wirklich mein Ziel. Es wird schon wieder Nacht. Ich glaube, es wird Zeit, irgendwo mal anzulegen. Und mal. Krach, 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 krach. Die ganzen Rosenblätter hier zu fahren. Bruch. Als ob die solche Geräusche machen. Jetzt bin ich hier irgendwo im Sumpf gelandet. Dann würde ich sagen, legen wir mal erstmal an. Und übernachten hier. Und laufen vielleicht sogar am Land weiter. Schiffchen? Ja, habe ich mit dabei. So, Seerosenblätter habe ich auch bekommen. So, schlafen. Am nächsten Morgen geht's weiter. So, nächste Nacht auch wieder überlebt. Eine lange Reise, die wir hier haben. Wir laufen hier und suchen hier nach unserer Wohnung, nach unserem Haus. Ein brennender Zombie. Vielleicht kommen wir zu Fuß auch am besten an. Oh, der kann schwimmen. Wusste ich nicht, dass Zombies schwimmen können. Gut zu wissen. So, hier wieder ein Berghang. Kommt mir nicht bekannt vor. Mein Gebirge käme mir bekannt vor. Na komm, nimm mit die Kohle. Das bisschen Kohle, was es hier gibt. Ja. Schadet nicht, nützt aber auch nicht. Ein bisschen was futtern. Wie laut das hier ist. Alter. Und wer frisst ein bisschen so laut? So. Das hätten wir auch. Ein weiteres, ein bisschen Kohle, damit wir uns irgendwann mal doch noch eine, nein, so, jetzt habe ich ein Viereck abgebaut, wollte ich auch nicht, können wir uns irgendwann doch Fackeln craften, auch für unsere Butze ist das nicht schlecht, ist am Abend, die ein bisschen erleuchtet ist, da geht es steil bergab.
vorsehen. Wow, das hat Stil hier, diese Gegend. So umringt von Gebirgen und hier so eine kleine Schlucht innen drin. Naja, sieht ein bisschen blöd aus, wegen nicht ganz so und so weiter. Ihr versteht schon, oder nicht. Könnte man dann aber auch noch ergänzen. Schauen wir uns ein bisschen um in der Welt heute. Heute ist nicht so viel Aktion, ist nicht so viel Action hier los. Heute ein bisschen der Rumspazier-Part. Rumspazier- und Laber-Part. Man könnte sich irgendwo mal Kürbisse hinstellen, jede Menge Kürbisse ernten und sich als Wegweiser hinstellen. Das wäre doch cool. Wenn man halt am Game Over Punkt startet, hier an dem Punkt, wo man dann immer Game Over geht und neu starten muss, dass man sich da ein paar Hinweise hinstellt, in die Richtung musst laufen, um an dein Gebirge zu kommen. Das wäre schon nicht schlecht. Das wird mir wahrscheinlich nämlich noch öfters passieren. Ich glaube aber auch, dass wir hier im Highland hier ziemlich falsch sind, hier im hohen Gebirgsfeld. Weil wir waren doch ziemlich weit am Meer und am Weltenrand dran und ich glaube, da suchen wir an der falschen Stelle, wenn wir hier durch die Gegend laufen. Naja, ich werde noch offscreen dann ein bisschen weiterlaufen und irgendwann kommen wir schon an. Jetzt nur mit euch hier ein bisschen gelaufen und dann werde ich das noch offscreen fortsetzen. Ja, wie komme ich denn da wieder hoch? Ich glaube, das wäre nicht so klug. Ja, jede Kohle hier. Meine Spitzhacke wird das nicht mehr lange durchhalten. Ich brauche noch einen Weg, um da hochzukommen. So. Und da noch ein bisschen was abgebaut. Da noch ein bisschen was abgebaut. Zack. Solange die Spitzhacke noch hält. Level 3. Ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Zack. Und jetzt habe ich die Axt. Na dann. Zeichen für uns weiterzulaufen. Und ich höre schon einen Zombie. Das heißt, wir müssen die Beine in die Hand nehmen und weiter ran. Ein Fluss. Sonst so, wie geht's euch so? Huha! Hier nicht in die Schlucht fallen. Was läuft bei euch? Hoffentlich spannenderes. Und gerade läuft bei euch dieses Video. Sonst wärt ihr ja nicht hier. Sonst würdet ihr ja jetzt nicht hören, was ich zu euch sage. Dann läuft hier zwangsläufig dieses Video. Ja, Sachte.
Und ist eine Art Schlucht. Naja, Schlucht kann man es nicht, fast nicht nennen. Hier war ein interessantes Waldgebiet. Ein Blümchen. Nehmen wir uns eins mit. Ich muss sagen, gerade in solchen Parts fühle ich mich irgendwie besonders einsam hier in Minecraft. Wenn man baut und so weiter, da ist da nicht viel. Da hat man auch ein paar Schweinchen, ein paar Hühnchen und ein paar Schafe um sich und Kühe. Aber wenn man hier so alleine unterwegs ist, auf der Suche nach dem eigenen Haus, fühlt man sich doch ziemlich verlassen. Verlassen im weiten Ozean. Dann mal hier übers Wasser schippen. Vielleicht kommen wir tatsächlich irgendwann mal an. Das wäre doch ein wundervolles Ende für diesen Part. So, mal ankommen. Wieder zu Hause sind. Wäre das nicht genial? Hund im Wasser. Ja, die können scheinbar schwimmen. Die können scheinbar wirklich schwimmen. Das Dorf am Ende der Welt. Ist ja irgendwie auch klar, wenn man sein Dorf am Ende der Welt, am Arsch der Welt baut, dass das dann ein bisschen schwierig aufzufinden ist. Ja. Was soll man sagen? Okay, hier ist eine Stelle, wo ich nicht weiterkomme. Da muss ich hier anlegen. Vielleicht ist das sogar unser Haus am Arsch. Oh, Hund. Hund hier hat das Boot gekapert. Nein. Kannst das Boot behalten. Ich craft mir neues. Hund hier hat einfach das Boot gekapert. Na dann, Hundi, behalt's doch, wenn du magst. Wenn es sein muss. Oh, eine Hexe. Ach du Schande. Nein, Hexe, 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 Hexe. Warum? 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 Hexe. Hexe greift an. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ach nein, muss das sein, 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 muss das sein. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah! Nein, Zombie, 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 Zombie. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das darf so nicht enden, das darf so nicht enden. Spinne! Spinne! Hilfe! Hilfe! Ich werde überrannt. Angst! Kuh, rette mich! Noch mehr. Zombies, noch mehr Spinnen. Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Nein, 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 mein Inventar. Scheiße! Ach, verdammt! Mein schönes Inventar, was ich aus dem Dorf bekommen habe. Ich sterbe hier wirklich in jedem Part. Das ist doch. Nein! Einfach nein! Meine schönen Sachen aus dem Dorf. Vom Skelett erschossen. So ein Scheiß!
Nee. Da fehlen mir die Worte. Ich erscheine wahrscheinlich wieder hier an diesem doofen Startpunkt jetzt hier. So ein Kack. Muss diesen ruhigen Part jetzt hier mit einem Rage beenden. Nee, ich habe jetzt auch einfach keinen Bock mehr, das zu sehen, wo ich jetzt hier lande. Ich will jetzt diesen Part einfach mit diesem Bildschirm beenden und ich werde mal offscreen ein bisschen mich durchkämpfen und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part irgendwo bei meiner Hütte wieder. Und wenn nicht, dann halt irgendwo anders. Und ja, dann im nächsten Part bauen wir irgendwo was und notfalls in einem anderen Gebiet. Und ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr drauf. Ach, es ist doch. Wieso sterbe ich denn immer so viel? Ist doch blöd. Mann. Naja, tu mich nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Da wird dann wieder weiter ordentlich gefehlt. Das war ja fast schon klar, dass hier wieder mein gutes Zeug aus dem Villager-Dorf hier verliere. Lang hat es nicht gehalten. Haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao.